Ja, ist ja jetzt nicht so, dass wir dann jubeln, alles klar, danke, ich besitze auf der Bank. Natürlich ist man nicht gerade begeistert, aber ich glaube, dass sie da auch sich dann in den Dienst der Mannschaft stellt. Ja, das erste Tor war natürlich sensationell, das war schon ein gutes Ding. Er hat sich, glaube ich, einfach selber belohnt. Er hat in Leverkusen schon eine starke Partie gezeigt, wie ich fand. Und er war einfach gestern effektiv. Er hat seine Chancen genutzt, zwei Buden gemacht. Sehr gut für ihn, sehr gut fürs Team. Ja, jetzt die letzten beiden Spiele, Schalke, jetzt zu Hause gegen Wolfsburg. Ich glaube, dass wir gerade gestern auch in der ersten Halbzeit sehr viel Druck ausgeübt haben und sehr viele Chancen auch rausgespielt haben. Und ja, letztlich auch verdient gewonnen haben. Ist natürlich jetzt schon eine bessere Situation als die Wochen davor. Allerdings ja, es ist immer sehr gefährlich. Das wissen wir. Wir müssen höllisch aufpassen, gerade in den nächsten Spielen auch punkten. Und ja, wir haben die letzten Spiele sind wir so angegangen wie davor auch. Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen auch machen. Ja, generell haben wir einen sehr guten Plan, wie wir ins Spiel gehen. Und dann trainieren wir ja unter der Woche schon. Ja, wie wir spielen wollen, wie wir das Spiel angehen wollen, was für eine Option uns dann vielleicht im Spiel auch bieten, wo der Gegner auch gewisse Schwachstellen hat. Und da sind wir sehr gut vorbereitet. Klar, Konkurrenzkampf ist generell wichtig, weil ich bin der Meinung, dass wenn du so eine Konkurrenzsituation hast, dass du einfach, dass jeder noch mal ein bisschen mehr aus sich rausholt. Und das spiegelt sich dann auch ein bisschen im Training wieder, da ist mehr Feuer drin. Es gibt Kämpfe um die Plätze und das ist wichtig für uns. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass wir dann jubeln, alles klar, danke, ich sitze auf der Bank. Natürlich ist man nicht gerade begeistert, aber ich glaube, dass sie da auch sich dann in den Dienst der Mannschaft stellt und das große Ganze sieht und einfach wichtig ist, dass wir Erfolg haben als Team. Und wie ich eben schon gesagt habe, ist schon wichtig, dass wir dann nachlegen können während des Spiels. Ja, er hat uns auf jeden Fall aufgezeigt, was wir besser machen können oder ja, was wir tun müssen oder tun sollen, damit wir einfach in der Offensive gefährlicher werden, dass wir das Spiel einfach besser nach vorne bringen. Und ich glaube, dass wir schon seit längerer Zeit jetzt auch defensiv einfach kompakter stehen. Uns hat halt einfach nur noch der Weg nach vorne ein bisschen gefehlt. Wir sind am Anfang. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir müssen noch viele Punkte holen, damit wir komplett unten rauskommen. Wir standen am Ende, wie viel sind wir geworden? Siebter, Achter? Achter. Bis dahin ist noch ein weiter Weg. Also wir sollten, glaube ich, uns jetzt auf die nächsten Spiele konzentrieren. Wichtig ist jetzt Freiburg vor der Brust und dann, wenn wir das gewinnen, sprechen wir über das Derby und dann Woche für Woche.